Hallo, moin moin, ihr lieben Katzen da draußen. Hier bin ich wieder, euer Honk. Und ja, was ist das denn? Ein neues Let's Play? Hat der Typ nicht gerade vor kurzem erzählt, dass er ach so viel zu tun hat und gar nicht mehr nachkommt und so weiter? Ja, bin wohl ein bisschen blöd, ne? Also ich habe dieses Spiel hier vor kurzem geschenkt bekommen und dachte so, ja, mir gefällt das so gut. Also mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Die Mucke nervt momentan gerade. Ich zeig das doch mal auch mal meiner Katzengemeinde da draußen. Miau, ihr seid alle flauschige kleine Katzen. So, das ist ein Aufbausimulationsspiel, ein bisschen Survival, ein ganz klein wenig Survival ist auch dabei. Es ist one of a kind, würde ich sagen. Also, ich will es euch gar nicht versuchen zu beschreiben, ich zeig's euch einfach. Ich muss gleich sagen, Ladebildschirme, also der Ladebildschirm gleich ist ein Ladebildschirm des Grauens. Der dauert bei mir irgendwie genauso wie der Spielstart. Ewig lange kann man eine Kanne Kaffee beimachen. Ja, trinkt da auch schon lecker Kaffee, das soll ich sein. Ja, dann trinkt noch mal Kaffee hier, ne? Prost. Ja, und ich weise euch gleich darauf hin. Gleich kommt eine Tutorialansagerin, so eine Computerstimme. Die nervt so elendig, weil die labert noch mehr als ich. Also macht euch darauf gefasst, dass ich wieder höllisch genervt sein werde. Ich habe schon so ein bisschen trainiert, ich habe schon mal eine Aufnahme simuliert. Und ja, also macht euch auf vielleicht einiges Geschimpfe bereit. Also, ich sag mal, neues Spiel. Und hier gibt es verschiedene Welten. Also ein weitläufiges, flaches und offenes Gebiet mit zahlreichen Biomassevorkommen. Das Errichten von Gebäuden ist einfacher, die Distanzen sind jedoch länger. Ja, aber es ist die Welt, die mir am besten gefällt und die, glaube ich, auch alle spielen. Selbst der größte Let's Player Deutschlands hat dieses Spiel ja schon mit Funk Royal zusammengespielt und hat auch diese Welt genommen. Und komischerweise, er hatte genau den gleichen Lieblingsbauplatz wie ich. So, und dann gibt es hier ein kleines, aber üppiges Berggebiet, umgeben von verschiedenen Biomen, was das Bauen zwar erschwert, aber Biomasse zu einer verbreiteten Ressource macht. Ja, Biomasse braucht man, werdet ihr später sehen. Ein rauer Startpunkt mit großen offenen Flächen, weiten Distanzen und sehr eingeschränkter Fauna-Ausbreitung. Ich habe alle diese hier noch nicht gespielt. Dieses hier mit den Palmen. Hier karges, mittelgroßes Gebiet am Meer, das größtenteils flach ist. Da habe ich was anderes gesehen. Wir müssen einfach einen Sitzungsnamen eingeben. Den nennen wir natürlich Let's Play. So. Intro skippen wir jetzt nicht, weil ich festgestellt habe, dass manchmal, wenn man das Intro skippt, und wir wollen ja das Intro auch sehen, aber kann ich gleich mal vorwarnen, manchmal, wenn man das Intro skippt, überspringt er auch einige andere Sachen und man hat dann auf einmal irgendwie schon wunderbar, wie viele Sachen im Inventar und so. Ich weiß es auch nicht, wie das kommt. Ich drücke einfach mal Start Game und ja, jetzt kommt der Ladebildschirm des Grauens. Wollen wir mal sehen, wie lange er dauert. Also wenn er mir zu lange dauert, schneide ich ihn weg. Also dann ist dann hier jetzt ein Schnitt. Fix it, Hudos. Ah. Ja, ich bin hier in meiner Weltraumkapsel. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary Pioneer Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Ja, genau, sowas. Bauen wir auch. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Minecraft. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Wie niedlich. Die Hosen voll. Factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Geil. Ja, das macht mir Spaß. That's it. Get to work and be effective. Jetzt nicht hetzen hier. Planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Da hat mir aber keiner was von gesagt. Was soll das? Was soll das? Was? Boah! Es brennt! Hol doch einen Feuerlöscher! Hol doch mal einen Feuerlöscher! Mir ist schwindelig. Ja, das ist ja alles sehr schön.
Können wir nicht noch einen Film gucken? Hallo, Dame, die gleich immer labern wird und mich in den Wahnsinn treiben wird. Kannst du nicht mal einen Film machen? Kleine Häschen, Kätzchen oder so. Ah, guck mal. Ah, da draußen ist unsere neue Heimat. Übrigens wunderschöne Grafik, sage ich euch. Mache ich euch, bereite ich euch schon mal drauf vor. Ich rede jetzt natürlich nur zu den Leuten, die das Game nicht kennen. So. Okay. Boah. So, jetzt aber raus hier. Stinkt. Lava nicht. Manche Dinge verändern sich nie. Kaffeerülpse. Oh, guckt euch das doch mal an, wie schön das hier ist. Oh, schön, 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 schön. Schön, schön, Welcome schön. To Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. Planet Massage. Pioneta, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers such as you in their mission. Okay, Google. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Ja, also ich bin der dritte dieses Sektors, der die Ankunft aus dem Planeten überlebt hat. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Okay. Und die labert uns jetzt sowieso noch was ans Ohr. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Okay, ich soll das Ding abreißen. Ha? Fix it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. Okay, also die alte wird uns noch weiter voll labern, aber jetzt erstmal F zum Dismantle. Wir bauen jetzt dieses Ding ab. So, jetzt haben wir das in der Tasche. Guck mal, das läuft. Da läuft eine übermäßige Zecke. Second objective. Please ensure you have your Fix-It Incorporated Xeno-Zapper equipped before leaving the drop zone. Okay. Unsere Waffe. According to Fix-It regulations, every pioneer should have access to a means halt of defense against extraterrestrial threats. Haha. Haha. Ja. Das ist unsere Waffe. Wollen wir ausprobieren? Objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. So, hier. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Wir sollen Eisen finden, sagt sie. Oh, das ist schön hier. Hier habe ich noch nie gebaut. Ich will hier mal ein bisschen rumgucken, um zu sehen, wo wir sind. Oh, guck mal. Hier sind schon unsere ersten Nahrungsmittel. Das ist wichtig. This is one of multiple edibles we have detected in your vicinity, which are within approved nutritional and medical categories as established by R&D. A new research tree can now be accessed in the MAM. Die redet da übrigens immer von einem MAM. Ich sag immer, ich habe no MAM, also no MAM. Weil das ist ein Molekularscanner-Dingsy und das bekommst du erst irgendwie 100.000 Jahre später. Aber die redet jetzt schon davon, dass wir einen neuen Wissenschaftszweig in diesem MAM untersuchen können. So, hier. Diese Dinger müssen wir aufsammeln. Pigment could be harvested from these flower petals and turned into dye. A new research tree can now be accessed in the MAM. Alter, wenn ihr irgendwas wollt, dann lest euch das da unten durch. Ich werde garantiert nicht über alles übersetzen. Also das hier müssen wir sammeln, weil das ist Biomasse. Ihr werdet später noch sehen, das ist eine wichtige Angelegenheit, hier alles abzupflücken. Ich gucke hier erstmal ein bisschen in der Gegend rum. Wir sollen Eisen finden. Wir haben da so einen Scanner, da kann man das mitmachen. Alter, ich bin völlig anders gelandet als sonst. Das ist unfair. Ich nehme mal noch ein bisschen Gesträuch mit. Ja, Mr. G. Punkt gesagt, der Planet ist für den Ofen. So sieht es aus. Ah, ich dachte schon, da vorne wäre etwas, das ich möglichst jetzt noch nicht treffen möchte. Alter, ich bin so aufgeregt. Neues Let's Play. Von einer Art Spiel, wie ich sie noch nicht Let's Played habe. Und ganz ehrlich, dieses Spiel hat das Potenzial vielleicht ebenso lieb zu werden wie Minecraft. Ich habe es jetzt seit knapp einer Woche und ich muss wirklich sagen, ich habe es schon richtig gesuchtet. Deswegen kenne ich mich schon ganz klein wenig aus, aber eben auch nicht ganz viel. So,
Ich will mal sehen, ob ich irgendwo meine alte Baustelle wiederfinde. Die ist aber, glaube ich, ganz, ganz weit entfernt. Ah, ist aber auch schön hier. Ich hol mal den Scanner und guck mal, wo man hier vielleicht irgendwo Eisenerz finden kann. Boah, ganz weit weg. Meter 417. Boah, das nächste Eisen ist aber wirklich weit weg. Wir müssen hier erstmal von dem Plateau runter. Es wäre schön hier zu bauen, aber es würde einfach nichts bringen. Alles 400 Meter und mehr entfernt. Also wir müssen wohl dahin, wo ich letztes Mal gebaut habe. Hier hinten macht es wohl irgendwie keinen Sinn zu bauen. Ah, fuck, der erste Gegner. Und gleich zwei davon. Ich habe gar keinen Bock auf Kampf. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Wenn er uns angreift, dann machen wir ihn platt, aber ansonsten lassen wir ihn in Ruhe. Ist eine Idee, ne? Kann man irgendwie so machen. Wir werden sowieso auf Gegner treffen hier. Aber es sind ganz wenige. Also ich sag ja, der Survival-Aspekt von diesem Game ist nicht gerade so, dass man jetzt sagen müsste, hui, hier musst du aufpassen und vor der ersten Nacht dein erstes Bett auf die Kette kriegen. Naja, nicht nötig, Sir. Diese Geräusche kommen von den großen Dingern. Oh, da kommt was Wunderschönes. Das muss ich euch gleich zeigen. So, also, ich denke, ich werde einfach dahin rennen, wo ich letztes Mal gebaut habe. Wenn ich mich recht erinnere, hat da Mr. G. auch mit Frank Royal zusammen gebaut. Der Vorteil wäre, ich weiß dort schon, wo die Ressourcen sind und wo man wirklich gut bauen kann. Und sowas ist immer wieder von Vorteil. Da unten ist auch ein Gegner. Oh, da ist auch einer. Ah! Am besten hochspringen und von oben angreifen. Wow, der hat uns schon erwischt. Ah, fuck. So, da fliegt da der Hund. Sauhund. So. Wo ist denn seine Schale? Hier sind nämlich solche Alien-Panzer. Die werden wir später gebrauchen können. The remains of this creature might shed light on how to increase chances of survival. A new research tree can now be accessed from the MAM. Ich hab no MAM. So. Irgendwo ist hier noch ein Gegner eben gewesen. Wir können natürlich auch hier bauen. Hier sind auch einige Rohstoffquellen. Wo ist denn der Schweinehund, der hier eben war? Da. Komm her. Ich piekse dich zu Tode. Ja. Wow. Ha. Wenn man das richtig macht, also am besten hochhüpfen und von oben draufhauen. Das ist aber nur eine Sorte Gegner. Andere Gegner wiederum... Ah ne, da oben ist ja schon meine Baustelle. Ah, ja. Ne, dann bauen wir natürlich nicht hier. Wäre ja schön blöde, wenn ich das machen würde. Wobei, das ist natürlich auch eine gute Ecke hier. Aber da vorne ist noch ein... Na komm! Hol dir deine Portion, Haue! Weggesappt. Ja, so. Ich bin versucht, wieder da zu bauen, wo ich sonst immer gebaut habe. Zumal hier unten so ein, da drüben ist so ein giftiges Teil. Das ist Giftgas. Ja, da stirbt man mal eben ganz schnell dran, wenn man da reingeht. Also am besten immer hier diese Biomasse abpflücken. Es wird sich bald erklären, warum. So, das hier ist Limestone, Kalkstein. Und der ist unrein. Unrein. So, ich gehe wieder an meine alte Baustelle. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. So, also am besten auch, es hat nicht nur den Vorteil, dass du hier Biomasse für etwas, das bald kommt, bekommst, sondern wenn du das Unterholz weghaust, ja, kannst du auch alles sehen und kein Gegner kann dich überraschen. So, das hier ist meine alte Baustelle und ich glaube, mich erinnern zu können, ich habe das Let's Play damals mit Frank Royal und Gronkh, kann man ja ruhig mal sagen, nicht allzu lange geguckt und auch nur unvollständig.
Ich fand schon damals interessant und wollte dieses Spiel auch haben. Ich habe es dann allerdings vergessen. Entschuldigung. Oh, ist heute ganz schlimm, weil ich auch noch vorher gegessen habe. Ich habe mir ein leckeres Curry gemacht. Oh, leckeres Curry. Ja, sehr, sehr lecker. Kokos und so. Ja. Ich mache euch doch gerne neidisch. So, meine Katzen. Das hier sind ja meine beiden Baustellen hier. Meine beiden. Oh, guck mal, was da drüben ist. Na, komm her, Grunzi. Haha, da ist er schon wieder tot. Alter. Ja, ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich kämpfe und wenn ich angestrengt bin. Müsst ihr mir gar nicht erzählen. So. Das hier sind zwei Eisenerz-Dinge. Und die kann man mit E abbauen. Ich werde nicht oft sagen, welche Tastenbelegungen, also welche Tasten ich drücke. Build the hub. Note: To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Okay, hast du jetzt fertig geredet, Google? Nein. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Alter, was bin ich froh, wenn nachher die Alte wenigstens ein bisschen die Fresse hält. Also momentan ist es so, bei jeder zweiten Sache, die du machst, quatscht sie erstmal eine Runde dazwischen. So. Und wie lange ich das hier jetzt mache, ratet mal, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, es ist jetzt schon reichlich früh am Morgen, also irgendwie 1 Uhr oder so. Ich habe mich so überraschend dazu entschieden, das zu machen. Da oben müsste noch ein Gegner sein, weil da oben ist das nächste Vorkommen, da ist nämlich Kupfer. Und ich mache mal den Gegner da weg, ehe ich noch reinrenne. Ja, die spawnen noch übrigens immer in der gleichen Ecke. Das ist eigentlich eine ziemlich langweilige Geschichte an diesem Spiel. Denn wenn du es erstmal ein paar Mal gespielt hast, ich habe jetzt in dieser Welt hier schon ein paar Mal gespielt, dann kennst du die Locations von den Viechern. Die spawnen nämlich immer an der gleichen Stelle. Und das hier ist auch keine zufällig generierte Landschaft, so wie in Minecraft, sondern das sind sogenannte Pre-Rendered Meshes. Deswegen wundert es mich auch gerade, dass die Ladezeiten so wahnsinnig lange sind, weil was lädt das Ding da? Lädt das erstmal das ganze Internet runter und wozu vor allen Dingen? Ja, so, ich hole hier mal noch ein bisschen Biomasse und entwalde hier mal so das Gelände. Ja, und ich werde das jetzt hier erstmal in Abwechslung mit Drakensang reinpacken. Ich habe ja jeden zweiten Tag Drakensang, das heißt also an einem Tag habe ich nur Minecraft und an einem Tag dann Minecraft und Drakensang auf Deutsch. Und ja, jetzt wird es abwechselnd Minecraft und Drakensang und abwechselnd Minecraft und Satisfactory geben. Und zwar erstmal so lange der Vorrat reicht. Das ist jetzt hier nicht geplant, dass das regelmäßig kommt. Ich werde mal sehen, so immer wenn ich Bock habe. Und wenn das hier zum Verkaufsschlager sozusagen werden sollte, wenn das sogar vielleicht heftiger wird als Minecraft Deutschland, dann werde ich mir tatsächlich überlegen, das halt fest ins Programm zu nehmen. Also es liegt an euch, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut, bringt Leute dazu, auf die Abo-Box, auf den Abo-Button zu klicken, bedroht sie, erpresst sie mit ihren Schandtaten oder was auch immer. Mir ist es egal. Auf jeden Fall bringt mehr Zuschauer ran, mehr Kommentare, mehr Community-Interaktion. Und wenn das bei diesem Spiel hier stattfindet, dann wird von diesem Spiel mehr kommen. Fertig. Schluss aus Ende. Mal da oben, da ist so ein Manta der Lüfte. Ich finde die so schön. Die kommen aber auch näher nochmal. Zum Glück kann man die nicht angreifen, sonst hätte ich sie auch schon mal platt gemacht. Ja, diese Riesenzecken, die hier rumlaufen, die sind nämlich friedlich. Und, aber die kann man trotzdem angreifen. Habe ich ganz einfach mal ausprobiert. Macht ja nichts. So, entwalden hier weiter. Und dann bauen wir gleich den Hub. Das ist sozusagen unsere Base. Base, drop the base. Wir werden hier eine Base hindroppen, die hat sich gewaschen. So. Deswegen ist sie auch schön sauber. Und diese Base soll man möglichst nah am Eisen bauen. Ja, mehr oder weniger. Wichtig ist, dass rundherum freie Fläche ist, mehr oder weniger. Es geht halt einfach nur darum, dass die Rohstoffe möglichst nah dabei sind, dass man nicht immer hin und her laufen muss. Hin und her laufen werden wir trotzdem müssen. Und wie? Das werdet ihr alles noch mitkriegen. Das hier wird der Laufsimulator par excellence. So, hier sind unsere Eisen-Dinge und ja, ich würde mal sagen...
Ich baue den Hub wieder hier hin. Ich werde mal hier die Blätter abfliegen, die Blümchen pflücken, weil ja, weil mir einfach danach ist. Und dann bauen wir hier, wo die Blümchen waren, unseren... Ja, ich würde gerne die E-Taste einfach so gedrückt halten. Ach ja, wollte ich auch noch sagen. Vorhin habe ich mich bei unterbrochen. Bei mir ist die Tastaturbelegung anders als bei den meisten. Ich habe, ich spiele zum Beispiel wieder mit Pfeiltasten statt mit WASD. Habe Sprinten auf der rechten Shift-Taste und Springen auf der rechten, auf dem rechten Control. Ja, das sind so meine gewohnten Controls. Das Schema mache ich überall. Und ich habe auch das Inventar hier, das habe ich auf dem Seitenbutton von der Maus. Das Springen habe ich diesmal nicht da drauf, weil sich das beim Kämpfen als einigermaßen schwierig herausgestellt hat. Ich muss mal kurz gucken. So. Baue ich das wieder hier hin? Ja, dann haben wir hier so einen schönen Ausblick. Weißt du, machen wir mal. Q drücken, ich glaube, das ist die Standardsache, und wir bauen den Hub. Das Herz deiner Fabrik. Hier schließt du Fixed Meilensteine ab, um zusätzliche Baupläne für Gebäude, Fahrzeuge, Teile, Ausrüstung und so weiter freizuhalten. Ach ja, Fahrzeuge gibt es auch. Habe ich aber noch nie gebaut. Muss ich zu meiner Schande zugeben. Ja, so rum hatte ich das letztes Mal auch. Man sollte es nicht zu hoch bauen, sonst kommt man nicht drauf. Ich werde es mal... Alter, ist manchmal ein bisschen... Manchmal ein bisschen bescheuert. Ich werde hinten mal noch ein bisschen Platz lassen. Aus Gründen. So, jetzt bauen wir unseren Hub. Hup, hup. So, wir brauchen nicht noch einen zweiten Hub. Können wir sowieso nicht bauen, weil wir haben... Ja, dabei werden diese Teile von dem Teil, wo wir hier... You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective. Complete Hub Upgrade 1. Note. The craft bench and hub terminal are essential.